Hallo Leute, ja, wir sind hier an der Südküste und letztes Mal haben wir da hinten, sieht das so ein bisschen aus wie eine Grabkammer. Da will ich mal hingehen und gucken, ob wir da was abräumen können, ne? Mal schauen, dass wir da hinkommen, aber hier ist so ein bisschen das Wasser zwischen. Ich würde sagen, wir machen nach dem Logo auf dem Großbildschirm dann den Weg darum. So, jetzt müssen wir noch weiter links, aber da vorne, ich höre irgendwo einen Neck oder wie die heißen. Da hinten schwimmt einer, da schwimmen zwei. Die will ich jetzt auch nicht gerade noch da haben, ne? Gefällt mir jetzt nicht so. Wir gehen mal ein bisschen weiter außen rum wahrscheinlich, ne? Na, hier ist sogar auch noch Wasser. Und hier sind eins, zwei, drei Wildschweine. Auch interessant, ne? Und vielleicht sollten wir mal was essen, damit wir nicht gleich gekillt werden, sogar von so einem Wildschwein wahrscheinlich. Besser ist das, ne? So, alles aufgesammelt und zum nächsten. Okay, Nummer 2 und Nummer 3. Auch erledigt. Sehr schön. Und hier ist irgendwie so eine runde Geschichte, ne? Da wollen wir doch mal gerade hingucken. Ah, ich glaube, wir waren hier schon, so wie das aussieht. Haben wir da denn was gefunden? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut. Aber die Mitte war das auch nicht, wo wir da gewühlt haben, oder doch? Könnte doch sein. Können ja noch mal gucken, ne, oder? Oder, nee, rausgeholt haben wir da, glaube ich, nichts, sonst wäre ja da eine Kiste am Liegen, oder? Das ist noch ein bisschen höher. Jetzt haben wir keine Energie mehr. Nee, ist, glaube ich, nichts, lassen wir mal. Gut. Energie so schnell alle. Kann das denn auch so, weil wir unten waren? Okay, wir steigen aber schon gerade auf. Dann schauen wir mal weiter, dass wir da rechts hinkommen und schauen, ob das eine Grabkammer ist. Da ist noch Wasser. Warte, was ist das da hinten? Ist das ein Reh? Nein, ne, oder? Warte mal, wir tun auf jeden Fall schon mal auf Pfeil und Bogen gehen. Nee, das war kein Reh. Ne, das sah nur so aus. Da, stopp. Da ist doch ein Reh. Zack. Oh, jetzt ist er aber weg. Ein Hirsch. Nicht ein Reh, ich sag mal Reh, ne? Haben wir wieder keine Energie mehr. Das ist immer mein schlimmstes Problem, ne? Dass ich immer viel zu viel laufe und dadurch keine Energie mehr habe. Ja, ich glaube, das ist weg, aber das da drüben, das sieht nicht nach einer Grabkammer aus. Davor sind irgendwelche Felder und so. Das ist ein verlassener Bauernhof sozusagen. Gut, schauen wir da mal vorbei. Ah, oh, hier ist schon wieder Wasser, das heißt, ich muss schon wieder links rumgehen. Ich höre schon wieder wen. Ja, irgendwo ist wer. Wo ist er? Da kommt da. Jetzt die volle Wucht abgekriegt war. Oh, noch einer. Oh, hier muss ein Nest sein. Okay. Ich meine, ich hätte da vorne noch einen gesehen. Ja, da ist er. Da kommt er. Der ist langsam drauf, ne? Oh, nicht nur einer, zwei. Das hört sich gerade an wie Bienen, sind aber keine, ne?
Wo sind die denn weggekommen? Da muss doch hier irgendwas sein, oder? Ah, hier ist was. Alles klar. Kann man reingehen? Ja, da ist auch eine Truhe. Mitten im Baum ist eine Truhe. Okay, 6 Pfeiler. Was ist das? Bernstein und Geld. 8 Groschen. Alles nehmen, nicht Stapel platzieren. Oh, hier ist schon ein anderes Gebiet dann, ne? Okay. Aber wir wollten ja erstmal zu diesem Bauernhof, den wir da gesehen haben. Wo war das jetzt? Da unten muss doch das Wasser sein, ne? Ja. Okay, hier ist er. Und wer zu Hause? Da hinten sieht so aus, als ob da ein Wildschwein ist, oder? Nee, da ist es. Aber da hinten sah das auch so aus, oder? Na, da hinten ist auch eins. Aber da ganz hinten läuft noch irgendwer anders. Auch noch ein paar Freunde, ne? Da unten läuft da auch noch einer lang. Kriege ich den mit dem Bogen da erstmal angelockt? Ist ja bestimmt nicht nur einer, ne? Okay, den haben wir. Sind da noch mehr? Da ist noch einer. Kommt der? Noch nicht, aber langsam. Noch mehr? Sind da noch welche? Ich glaube, das da könnte ein Turm sein hier, oder? Das Wildschwein läuft da auch noch rum. Ich höre noch irgendwen anders irgendwo. Ach, da oben ist noch ein Wildschwein. Ja, das erscheint mir hier sehr, sag schon. Ne, das ist ein Stein, das ist kein Turm, oder? Ah, ne, da ist der Turm, wenn. Ein Wildschwein läuft da auch noch lang. Ich höre schon wieder einen. Da kommt er. Okay, dieses ist keine gute Ecke, weil ja, sehr besucht, stark besuchter Bauernhof, ne? Ich glaube, das ist das ein Turm? Nee, das ist nur eine Felsformation, oder? Ja, das ist nur eine Felsformation. Ja, ist nichts Besonderes. Oh, da sind aber noch ein paar. Ich hätte gern nur einen von euch, dann ist das immer einfacher. Warte, ich höre schon wieder irgendwo anders ein. Oder waren die das? Na, könnten auch die gewesen sein. Ah, jetzt kommt er. Gut, und er kommt alleine. Es ist immer wichtig, dass sie nicht zu zweit kommen, weil dann ist es immer schäbig, ey. Ah, jetzt kommt der zweite auch noch. Ach, hier ist auch deren Zuhause, alles klar. Hier ist so ein Hünengrab. Konnte nicht alles aufheben, ne? Ist da auch noch was? Ist aber kein Kupfer, ne? Nee. Da sind nur Disteln. Ja, da wir schon nichts mehr aufheben können, macht es jetzt auch gerade keinen Sinn, hier zu bleiben. Okay, da ist aber noch ein bisschen Skelett, das können wir noch mitnehmen. Haben wir aufgehoben, ja. Aber wie wir hier schon sehen, das Auge geht schon mal nicht mehr mit. Obwohl, wir bräuchten, können jetzt mal gucken, was wir haben, weil wir müssen ja auch gar nicht alles vielleicht mitnehmen, ne? Ja, der Neckschwanz, der kann schon mal weg. Auge können wir doch aufheben. Die stecken doch, oder? Wo ist denn das Auge? Ah, hat er schon aufgenommen, wa? Kann er sein? Nö. Das lag doch, oder?
Aber warte, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe, ne? Hier ist das Wasser. Da war das. Das heißt, wir müssen hier lang. Ist das hier ein besonderes Metall? Nein. Gibt es hier Dingens? Ist das was? Nein. Hier ist noch kein Kupfervorkommen. Das ist zwar schon Düsterwald, aber die Kupfervorkommen sind dann doch noch nicht hier. Aber wir haben schon wieder keine Energie mehr, ey. Ja, gut. Das heißt, links runter und ich würde sagen, ich gehe zurück auf den Bauernhof zu, einfach aus dem Grunde, auf unser Zuhause zu, einfach aus dem Grunde, weil wir definitiv hier nichts lassen können. Ja doch, wir können hier was lassen. Können wir denn hier noch ein paar Himbeeren essen? Das sind ja doch einige, ne? Okay, die kriegen aber alle mit. Da ist auch noch einer. Hier sind keine. Da ist schon wieder ein Wildschwein. Hast Glück gehabt, ich lasse dich jetzt leben, weil ich sowieso nichts tragen kann. Da nochmal. Da nochmal. Da nochmal. Und da nochmal. So, und da es neblig wird, gehe ich jetzt nach Hause, weil. Vielleicht besser wegen, ne? Gleich wird's dunkel. Sieht nämlich schon ganz danach aus. Ich glaube, wir müssen ein bisschen erst nach da gehen, dann kommen wir auf die Wiese, oder? Obwohl der Bogen war richtig, weil hier ja das tolle Wasser ist. Da war schon wieder einer von den Typen. Ne, hier muss ich runter. Aber da ist immer noch Wasser. Hier muss doch großes Feld kommen und dann müssen wir doch gleich unser Zuhause finden, oder? Hier höre ich immer nur diese komischen Viecher, ey. Wann kommt das Freifeld, wo ich besser laufen kann? Ja, wieder keine Energie mehr, ne? So, da ist schon wieder ein Wildschwein. Jetzt sind wir auf der Freifläche. Und dem muss er nach Hause gehen, oder? Oder sind wir ganz woanders? Kann auch sein, ne? Das ist schlecht. Weil jetzt hier langlaufen ist nicht so toll, oder? Doch, wir müssen hier rechts hoch. Ach, wir können ja mal auf die Karte gucken, ne? Dann sehen wir das ja. Oh, das ist noch ziemlich weit. Und es wird dunkel. Das ist auch schlecht. Warte mal, dann gehen wir lieber hier lang, weil da ist noch mehr Wiese und dann sind wir nur so ein kurzes Stück durch den Wald. Ist vielleicht besser. Wer weiß, was uns hier alles noch so begegnet sonst. So ein Hirsch zum Beispiel, den wir mal nicht mit einem Schlag erwischt. Aber ich höre schon wieder die anderen, ey. Achso, wir müssen mehr in die Richtung. Jetzt haut er mich auch noch um, ey. Ja, super. Warte hier und dann rechts weiter. Also im Dunkeln ist nicht so toll. Ich will jetzt auch keine Fackel anmachen, weil das ist auch nicht so toll. Jetzt müssen wir, aber es ist auch noch schlechtes Wetter, dann siehst du auch noch nicht mal was. Hier ist sogar Nebel oder was? Ja, sieht ganz danach aus, ne? Aber das müsste auch jetzt unser Heimatweg sein, ne? Ja, kommt ungefähr hin. Ja, passt. Gut, dann würde ich aber sagen, ich gehe zu Fuß nach Hause. Ja, wie sollte ich auch anders nach Hause kommen, ne? Lade aus und mache mich für die nächste Folge schon wieder in Richtung diesen Wald, der da hinten ist. Vielleicht finden wir da nochmal schneller Kupfer, wie da, wo dieser Troll da immer rumläuft. Aber kann natürlich auch auf der Seite ein Troll sein, wissen wir nicht, ne? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid.
Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.